Du hast es gestern noch mal anders beschrieben, noch kürzer, noch kompakter. Was ist dir wichtig, auf dieser Erde zu schaffen? Also ich glaube, wenn wir uns als Menschheit kollektiv dafür entscheiden würden, eben Ökosysteme zu kreieren, dann hätten wir relativ schnell ein sehr fruchtbares und hochproduktives Umfeld, das wunderschön ist, in dem wir leben würden. Man könnte es jetzt Paradies nennen, aber es ist halt sehr christlich geprägt und deshalb nehmt den Begriff, den ihr für euch da einsetzen wollt. Die erste Frage ist ganz profan. Wer bist du denn? Urs Mauck, mein Name. Was mache ich? Ich bin ursprünglich gelernter Gemüsegärtner, habe Landwirtschaft studiert und dann im Gemüsebau gearbeitet, fast 5 Jahre. Und mittlerweile bin ich Berater für regenerative Landwirtschaft, viel im Gemüsebau, Mulchgemüsebau, Market Gardening Bereich unterwegs. Und außerdem noch Unternehmer mit Softwareentwicklung, Online-Kurse, YouTube-Kanal. Das ist zeitintensives Hobby und das Ganze entweder in dem Mantel Relavisio, so auch der YouTube-Kanal, oder die Online-Inhalte machen wir hauptsächlich mit marketgarden.de, weil es da viel um kleinstrukturierten Gemüsebau geht. Und die Anbauplanungssoftware, also Softwareunternehmen, ist Rucola Soft mit dem Gemüseanbauplaner. Und was ist deine Motivation, das Ganze zu machen? Warum machst du das, was du tust? Ich habe im Studium, also Landwirtschaft und Gemüsebau hat mich so fasziniert und hatte ich Bock, was zu machen. Nach der Ausbildung dann eben das Studium und da habe ich dann, weil ich ein fauler Mensch bin, mir überlegt, naja, was ist denn die Ursache für die ganzen Symptome, die wir, also wir lernen ganz viel, wie gehe ich mit Schädlingen, wie gehe ich mit Beikräutern um und halt den Schwierigkeiten des landwirtschaftlichen Tuns. Dann dachte ich mir, naja, das kann es irgendwie, fühlt sich an wie Symptome und was sind denn die Ursachen? Damals war jetzt das ganze Thema regenerative Landwirtschaft in Mitteleuropa noch nicht wirklich so präsent, in Deutschland eigentlich gar nicht. Da haben so die ersten Pioniere angefangen, auch Kurse zu geben und so, aber es war noch nicht so in der Breite und man hat wenig gefunden. Da habe ich so international geschaut, okay, und bin bei jedem Symptom bin ich am Schluss irgendwie beim Boden gelandet. Und mich da in das Thema Bodenfruchtbarkeit eingefuchst und das ist seitdem eigentlich meine Leidenschaft. Und über die Bodenfruchtbarkeit kommt man dann relativ schnell zu Ökosystemen im Boden, aber auch Ökosysteme hier so generell. Und genau, das hat mich immer angetrieben und versuche ich jetzt halt auch in der Bildung und der Beratung Leuten näher zu bringen. Und sie darin zu unterstützen, eben ihren Boden fit zu kriegen und damit bessere Produktivität und hoffentlich dann auch lebendige, stabile Ökosysteme zu kreieren. Du hast es gestern noch mal anders beschrieben, noch kürzer, noch kompakter. Was ist dir wichtig, auf dieser Erde zu schaffen?
Also ich glaube, wenn wir uns als Menschheit kollektiv dafür entscheiden würden, eben Ökosysteme zu kreieren, dann hätten wir relativ schnell ein sehr fruchtbares und hochproduktives Umfeld, das wunderschön ist, in dem wir leben würden. Man könnte es jetzt Paradies nennen, aber es ist halt sehr christlich geprägt und deshalb nehmt den Begriff, den ihr für euch da einsetzen wollt. Derzeit sind wir ja auch, wir sind ja auf dem Scheuerhof und sind auch in Zeiten der Dürre, nennen wir es jetzt einfach mal so. Was sind so deine Gedanken zu dem, was gerade passiert und was so die Inspiration für die richtige Ausrichtung? Was kann getan werden? Also was gerade passiert, da möchte ich gar nicht spekulieren. Wir haben einfach gerade wenig Wasser oder ich sag mal so, wir haben eine deutlich ungleichere Verteilung in den letzten Jahren und wir haben ein Problem, dass das Wasser, das auf den Boden fällt, in den Boden einsinkt. Also dass es dort bleibt, wo es fällt und dadurch eine immer prekäre Lage in der Landwirtschaft, nicht nur im Grünland, sondern auch im Ackerbau. Und das könnte jetzt den Leidensdruck so erhöhen, dass die Menschen anfangen umzudenken und anfangen eben anders mit ihrem Boden umzugehen und zum Beispiel mal zu schauen, okay, wie ist denn meine Infiltrationsrate? Kann mein Boden denn in dem Zustand, in dem er gerade ist, einen Niederschlag von 50 Liter pro Quadratmeter in 15, 20 Minuten überhaupt noch verdauen oder nicht? Weil grundsätzlich ist es möglich. Die meisten Böden, behaupte ich jetzt einfach mal so, können es nicht mehr. Und damit habe ich natürlich dann weniger Produktivität, weil Wasser das entscheidende oder eins der entscheidenden Elemente ist, um überhaupt Pflanzenwachstum hervorzubringen. Und das kann uns dazu bringen, anders mit dem Boden umzugehen, aber auch Landschaftsgestaltung nochmal anders zu betreiben. Also zum Beispiel, wir sitzen hier jetzt gerade im Schatten unter einer schönen Eiche. Hier ist es relativ angenehm. Wenn wir da jetzt ein paar Meter weiter sitzen würden, da wäre es ziemlich unangenehm. Das heißt, die Bäume zurück in die Landschaft zu bringen, Wassermanagement generell anzugehen, also Wasserführung, Auffangen. Also hier haben wir jetzt gerade kein Wassermanagement im engeren Sinne, aber wir haben noch ein bisschen Struktur. Und das können wir ja auch noch weiter treiben, dass wir, ja, ich meine, wir hier haben wir jetzt eine Mulde, wir haben hier einen Entwässerungsgraben, hier könnte man auch noch einen kleinen Riegel reinmachen, der dann das Oberflächenwasser, das jetzt hier links und rechts anfällt, das wir ja irgendwann schon mal haben, also egal wie gut der Boden Wasser aufnehmen kann, kommen wir irgendwann an einen wassergesättigten Punkt, vor allem bei den Starkregenereignissen, die wir zunehmend mehr erleben und könnten dadurch dann wieder mehr Wasser hier halten. Jetzt gar nicht, dass wir hier zwingend einen See bauen müssen, sondern einfach nur, okay, es fließt nicht so schnell in diesen Bächlein, Entwässerungsgraben, sondern sinkt hier mehr ein und gibt dadurch dem umliegenden Land wieder ein bisschen mehr Wasser und so könnte man das alles auch noch weiter treiben. Das ist jetzt betriebsindividuell hier auf dem Land, aber auch gesellschaftlich könnten wir anders Siedlungs-, anders Landschaftsplanung machen, um den Faktor Wasser, der jetzt in Deutschland ja viele Jahre, Jahrzehnte nicht so richtig eine Rolle gespielt hat. Wir hatten ja irgendwie genug und eine relativ gleichmäßige Verteilung auch. Und jetzt merken wir halt, dass das, was andere Länder, die deutlich trockener sind, die in anderen Klimaregionen sind, was sie schon seit Jahrzehnten wissen, merken, auch nicht konsequent umsetzen, aber halt schon die Erfahrung haben, dass wir anfangen, das hier auch zu machen. Also zum Beispiel mal eine Flurbereinigung nach anderen Kriterien und uns mal so ein ganzes Wassereinzugsgebiet anschauen
und die Scale of Permanence von P.A. Yeomans mal konsequent durchdeklinieren. Solche Sachen. Also nicht nur, okay, wie mache ich jetzt regenerative Landwirtschaft und gucke, dass der Hektar hier anders bewirtschaftet wird, sondern wie können wir generell Ökosysteme wieder lebendig machen, und dazu gehört natürlich ein Wassermanagement als der zweite Punkt auf der Scale. Und was braucht es dazu, dass sowas wirklich auch umgesetzt werden kann, und wen braucht es dazu? Den gesellschaftlichen Willen, also uns Menschen, und je nachdem, wie entkoppelt man die Menschen und die Gesellschaft von der Politik sieht, dann die Politik, Zivilgesellschaft, eigentlich alle. Also wir können individuelle Kleinlösungen schaffen als Betriebe, aber ab einer bestimmten Größe oder ja, an irgendeinem Punkt werden wir nicht ohne die politischen und anderen Institutionen in der Gesellschaft weiterkommen. Seien es Vorgaben, Reglementierung, aber das andere ist, na, wenn ich jetzt an Straßenplanung denke, was Straßen sind, wunderbare Wassersammelelemente, da bin ich dann auf Landes- oder Bundesebene unterwegs. Das heißt, es wird nicht ohne einen gesamtgesellschaftlichen Prozess gehen. Und ob er top-down jemals kommt, mal schauen. Top-down-Lösungen sind auch oft, weil sie halt sehr viel auf einmal erschlagen müssen, oft nicht ganz so zielführend, weil sie halt der Komplexität und der Diversität der Gegebenheiten immer nicht gerecht werden können. Deshalb bin ich prinzipiell für einen Bottom-up, also von unten heraus entstehenden Prozess, und trotzdem brauchst du die politischen Rahmenbedingungen, dass sowas entstehen kann. Was ist für dich regenerative Landwirtschaft? Regenerative Landwirtschaft sind alle Maßnahmen und Handlungen, die mehr Leben erzeugen, was wiederum mehr Leben erzeugt oder fördert. Urs, du hast was über die Skala erzählt. Nummer zwei war Wasser. Was steht alles auf dieser Skala, was du erwähnt hast? Was ist Nummer eins? Klima. Klima ist Nummer eins, weil die Scale of Permanence sich daran orientiert, eine Abstufung zu machen zwischen den, also von wenig und langsam beeinflussbar oder sehr stabil zu wenig stabil und damit auch schnell beeinflussbar oder schnell veränderbar, sage ich mal so. Das heißt, wenn wir jetzt Klima uns anschauen, dann ist es relativ schwer zu beeinflussen, also vor allem Makroklima. Das ist jetzt nicht so, ich mache irgendwas und dann ist es morgen anders. Vielleicht schaffen wir Menschen es gerade zu beeinflussen, wer weiß. Auf jeden Fall kann ich da Einfluss nehmen, also vor allem im Mikroklimabereich, aber prinzipiell eben schwer beeinflussbar. Und daher ist der Aspekt, den ich mir als erstes anschaue. Weil das sind einfach Gegebenheiten. Also ich werde ein semi-arides Gebiet oder hier gemäßigte Breiten, die werde ich jetzt nicht ändern. Genau. Dann kommt Wasser. Oh, und da hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen, um die richtige Reihenfolge zu sagen. Also schaut euch die nochmal an. Dann sind wir, glaube ich, bei den Bäumen. Dann sind wir bei den Wegen, also Zuwegung, dann kommen Gebäude und ganz unten ist also quasi am schnellsten und einfachsten zu verändern ist der Boden. Und so gehe ich halt eben an eine Landschaftsplanung ran. Und klar, wohlgemerkt, in Dachraum oder Mitteleuropa ist es ein bisschen schwieriger.
weil wir selten so große Flächen haben, die wir managen können. Was weiß ich, in Australien oder vielleicht in Kanada oder so, da kaufe ich einen ganzen Berg oder ein ganzes Wassereinzugsgebiet und da ist noch nichts. Und dann fange ich an, da eben Straßen zu bauen und Gebäude und so weiter. Das ist jetzt hier alles meistens schon da oder ja, wir haben relativ viel bestehende Strukturen. Deshalb meine ich, bräuchte hier eigentlich diesen gesamtgesellschaftlichen diese gesamtgesellschaftliche Herangehensweise, eben zum Beispiel meine Flurbereinigung nach solchen Aspekten und nicht nur, okay, wie kriegt man möglichst große Flächen mit möglichst wenig Struktur drin, sondern eben, wie kriegen wir eine intelligent designte Landschaft auf Produktivität und Ökosystemfunktionen hin. Und das eben dann, dazu brauchst du natürlich die gesamte Gesellschaft und alle Stellen und Behörden, die da mit reingehen. Aber im Endeffekt geht es bei der Scale of Permanence darum, zu sagen, ich schaue mir die Elemente an, die ich wenig beeinflussen kann und sage, okay, welche Grundgegebenheiten setzen die und dann baue ich und dann plane ich alle anderen Elemente, auf die ich zunehmend mehr Einfluss habe in Abhängigkeit und mit den Prinzipien, nach denen die funktionieren. Also wir wissen, wie Wasser sich in Landschaft verhält, wir kennen die Prinzipien und dann gehen wir halt ein Wassermanagement an und sagen natürlich immer mit dem Ziel, einsinken, halten und dann, wenn da noch was übrig ist, dann gucken wir, dass es wegkommt und nicht zum Problem wird. Aber erstmal versuchen wir, möglichst viel hier zu halten. Wenn dann was wegfließt, dann versuchen wir es irgendwo aufzuhalten, dass es einsinken kann. Wenn wir irgendwelche Elemente haben, die Wasser sammeln, Dächer, Wege, was auch immer, also irgendwas, wo ich Oberflächenabfluss habe, dieses Wasser natürlich wieder nutzen, auch wieder nach dem Prinzip einsinken, verteilen, halten und dann gehe ich eben zu den anderen Elementen wie den Bäumen, die zu einem Ökosystem ganz klar dazugehören. Was siehst du für einen Wert in den Rindern letztendlich? So. Da wir Rinder ziemlich lieben. Also, was sagt der Urs dazu? Ob es jetzt das holistische Weidemanagement, ganzheitliches Weidemanagement, Mobgrazing oder wie auch immer, das sind ja alles irgendwie so leicht unterschiedliche Nuancen. Für mich geht es um einen anderen Umgang mit den Tieren, ein anderes Management der Tiere auf dem Land. Aktuell haben wir viele Tiere vom Land runtergenommen und in Ställe zum Beispiel gepackt. Das hat natürlich auch strukturelle Aspekte. Also in Süddeutschland, wo ich eine sehr klein strukturierte Landschaft habe, da ist Weidehaltung nun mal ein bisschen schwieriger, so wie wir gerade Betriebe und Landschaft strukturieren. Gar keine Frage. Also ich möchte jetzt auch, ich verstehe das, wenn Menschen das noch nicht so machen, aber prinzipiell gehören Tiere natürlich auf die Fläche. Und dann gehört die Fläche mit den Tieren anders gemanagt, als sie jetzt oft gemanagt werden. Also sowas wie Standweiden sind einfach kontraproduktiv. Aus Perspektive des Bodens, der Bodenfruchtbarkeit. Von daher können Tiere, wenn man sie denn halten will, sehr positive Effekte auf Land haben. Graslandbiome sind in Koevolution mit Wiederkäuern, das muss nicht unbedingt das Rind sein, das können auch andere sein, sind die entstanden und dementsprechend sind sie auf eine Art auch darauf angewiesen, dass ein Tier und der Mensch kann das eigentlich auch ein bisschen simulieren, aber es wird nie diesen Effekt haben, wie wenn ich das Tier in einem guten Management aufs Grünland bringe, zum Beispiel. Oder Ackerfutter würde ich damit einschließen. Von daher, ich nenne es immer so, die Integration von Tieren kann das hoch 2 auf der
Bodenfruchtbarkeits- oder regenerativen Gleichung sein. Es funktioniert auch ohne. Also bioveganer Anbau oder biovegane Landwirtschaft funktioniert auch ohne Nutztiere. Sind wir ehrlich, die Natur ist kein veganes System. Da kommen dann halt Wildtiere, also die Vögel und die Käfer und die Mäuse und was auch immer. Die sind halt da. Von daher haben wir immer Tiere im System. Und wenn wir Nutztiere halten, dann können sie einen sehr positiven ökologischen und Umwelteinfluss haben. Von daher, ja, wie auch immer man das dann nennt und welche Abstufung dann für einen selber passt von diesen Weidesystemen. Wenn nicht mit dem Tierdünger, womit dann Dantus gesagt hat, das funktioniert dann ohne Tiere. Wie halte ich dann Boden gesund ohne Tier? Naja, mit einem ordentlichen Zwischenfruchtmanagement. Ich muss die Biomasse ja nicht vorher durch ein Tier schicken, um sie der Biologie zur Verfügung zu stellen. Also ich kann auch die Biologie direkt mit der Biomasse hier füttern. Die Frage ist, oder ich sag mir, die Tiere sind ja Biofermenter, vor allem die Wiederkäuer. Das heißt, sie haben halt auch diesen, wenn da die Bodenbiologie relativ schwach ist, haben sie natürlich auch diesen impfenden Charakter. Das heißt, sie können da was erzeugen oder was verlebendigen. Dann können wir halt sonst jetzt Grünland schwer anders nutzen für uns Menschen. Das heißt, da ist es natürlich sinnvoll, das durch ein Tier zu schicken. Aber jetzt in reinen Ackerbaustandorten muss ich nicht zwingend jetzt Tiere auf Teufel komm raus integrieren. Das funktioniert auch ohne konsequentes Zwischenfruchtmanagement. Wie gesagt, wir haben die Wildtiere und wir haben ja mehrere GV, also Großvieheinheiten, sowieso im Boden. Wenn wir hier ein gesundes Mikrobiom im Boden haben, dann haben wir ja da ganz viele Organismen, die die Biomasse umsetzen. Interessante Perspektive mit den Großvieheinheiten im Boden. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Das hast du gerade gesagt, oder? Mhm. Interessant. Also die Biomasse der Bodenbiologie ist in einem sehr lebendigen Boden, hochgerechnet sind es mehrere Tonnen. Also Boden ist auch nicht vegan. Veganes Essen wächst nicht auf veganem Boden. Ja, das sind nur die Organismen, die da leben, die Lebewesen. Oder? Die Pflanze ist auch nicht vegan, die frisst auch Bodenbiologie. Stimmt. Und nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nicht die vegane Ernährungsweise hier schlecht machen, weil sie in der Haltungsform, also wie Tiere gerade auf diesem Planeten gehalten werden, haben sie einen negativen Einfluss auf Ökosysteme und Klima meinetwegen auch. Also sie sind gerade nicht zum Wohle des Planeten, werden sie gehalten. Also sie tragen nicht dazu, zur Gesundung der Erde bei, aber sie könnten es. Es ist eine Frage des Managements und der Haltungsform. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wo wir in der Kommunikation mit Otto Normalmensch, der jetzt landwirtschaftlich nicht gebildet ist, ist vielleicht diese sehr einseitige Kommunikation gerade gut, um die Menschen einfach mal aufzurütteln und davon wegzubringen, das 2-Euro-Schnitzel zu kaufen. Aber in einer politischen oder landwirtschaftlichen Diskussion fände ich schön, wenn wir ein bisschen differenzierter sprechen würden und nicht einfach sagen würden, Tiere sind per se irgendwie schlecht. Es ist wie bei allem, es ist die Frage des Wies. So wie es ja auch das Wie gestellt werden darf beim Anbau der Pflanzen, beispielsweise im Ackerbau. Auch da ist es eine Frage, wie betreibe ich Ackerbau, wie manage ich, wie gehe ich mit dem Boden um, ob ich Boden fruchtbarer mache oder er unfruchtbarer wird. Ja. Wie merke ich, wenn mein Boden unfruchtbarer wird? Ich bin geil landwirt, ich frage jetzt.
Naja, wenn meine Bodenstruktur abnimmt, wenn ich immer mehr Betriebsmittel einsetzen muss, wenn ich mit Beikräutern, mit Schädlingen, Krankheiten immer mehr Probleme kriege, wenn ich Erosion habe, wenn ich eben, wenn Bäche und Flüsse braun werden nach einem Starkregen, dann weiß ich, okay, da ist gerade irgendwo Boden schlechter geworden. Weil da hat es gerade feinen Oberboden, also den fruchtbarsten Teil des Bodens, der schwimmt hier jetzt gerade weg. Wenn der Humusgehalt sinkt, so, das sind, denke ich mal, so die leichtesten Indikatoren. Wenn meine die Nährstoffbalance im Boden immer weiter aus dem Gleichgewicht kommt, solche Aspekte. Ein ganz schöner runder Einblick bisher. Auch eine gute Ausrichtung auch. Die Frage, die mich noch beschäftigt, ist, wie können wir auch in die Gesellschaft erreichen? Also wie können wir das zu einer gesellschaftlichen Bewegung auch machen? Also die Landwirtschaft darf mal aufhören zu meckern und darf anfangen, Lösungen aufzuzeigen, zu kommunizieren, die Menschen auf die Betriebe holen und ihnen dann jetzt nicht die klassische Landwirtschaft als so toll verkaufen, sondern auch ehrlich mit den, ich sag mal, ehrlich zu kommunizieren, was gerade auch schlecht läuft und wo wir auch gesellschaftlich Probleme erzeugen aus der Landwirtschaft heraus. Aber mit dem Hinweis natürlich, dass es eine gesellschaftliche Entscheidung war und nach wie vor ist, dass die Landwirtschaft so aussieht, wie sie aussieht. Ich behaupte, es war keine freie Entscheidung und wir haben sie getragen. Also die Landwirtschaft der letzten 50 Jahre hat sie umgesetzt, aber es war nicht unbedingt jetzt eine freie Entscheidung, so eine Agrarstruktur zu entwickeln. Also die Bauern und Bäuerinnen haben sich nicht hingesetzt und gesagt, so wollen wir es jetzt machen, sondern es waren politisch-gesellschaftliche Entscheidungen durch Förderung, durch Reglementierung und zu einem Riesenteil leider auch durch Bildung und Beratung, dass die Landwirtschaft so ist, wie sie ist. Und natürlich haben da auch die Handels- und Vermarktungsstrukturen, genauso wie die Konsumentscheidungen von Verbrauchern und Verbraucherinnen, haben dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und da müssen wir in gesellschaftlichen Diskurs treten und sagen, wollen wir das so? Und natürlich bei Umfragen und Petitionen und BürgerInnenentscheidungen und so weiter wird immer gesagt, nee, wir wollen es nicht. Aber dann müssen wir halt auch die Rahmenbedingungen gesellschaftlich so verändern, dass diese Umstrukturierung auch funktionieren kann. Und da ist zum Beispiel Bildung und Beratung da anzusetzen. Also solange wir in der Berufsschule und an Universitäten noch das Gleiche lernen wie vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, dann werden wir auch keine andere Agrarstruktur und keine anderen Betriebe kriegen. Das heißt, da müssen wir ansetzen und dann brauchst sowas wie das hier jetzt, wo wir überhaupt aufzeigen, dass es anders geht, wo wir Menschen vermitteln, wie es anders sein kann und was ja auch die Schwierigkeiten dabei sind. Und dann brauchen wir natürlich auch Forschung und Technikentwicklung und so weiter. Also wir müssen auf wie wir halt in der Gesamtgesellschaft, wenn wir eine andere Welt haben wollen, gerade auf allen Ebenen irgendwo ansetzen müssen. Aber ich sag mal, Aufklärung ist der erste Schritt. Höfe, die etwas anders machen und in einen direkten Austausch mit Konsumierenden gehen, denen vermitteln, wie es anders sein kann. Sie andere Nahrungsmittel auch schmecken lassen. Das ist ja ein ganz Riesenpunkt. Also ich sehe es jetzt im Gemüsebau, wo eine tolle Bewegung mit dem Market Gardening passiert,
die sind sicher alle jetzt noch nicht total regenerativ unterwegs, aber sie sind vom Mindset zumindest, wollen sie das und gehen in einen anderen, also lösen bestehende Marktstrukturen jetzt vielleicht noch nicht auf, aber sie kratzen daran, weil es natürlich ein Direktvermarktungssystem ist. Und so ist es in der Landwirtschaft auch, dass die Betriebe anfangen müssen, sich zu emanzipieren und weg vom Rohstoffliefernden hin zum Lebensmittelerzeugenden werden. Und das setzt einen direkten Kontakt oder zumindest sehr direkten, vielleicht mit gewissen Zwischenorganen, aber auf jeden Fall keinen anonymisierten Nahrungsmittelmarkt voraus, sondern es muss wieder personalisiert werden, also dass man zumindest in direkten Austausch tritt und zum Beispiel weiß, wo steht die Kuh, die ich da gerade esse, oder wo ist das Getreide gewachsen und wer hat es verbacken von dem Brot. Also dass wir halt aus, zumindest jetzt am Anfang, um aufzuwecken, mehr und mehr von den anonymisierten Großhandels und ja auch Konzernstrukturen rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir damit die ganze Welt ernähren oder dass 80 Millionen Menschen in Deutschland jetzt alle auf den Markt gehen oder in einer CSA sind oder in einer Food Coop oder sonst was. Gar keine Frage. Lebensmitteleinzelhandel wird nicht verschwinden. Und auch die werden mitziehen, aber die ziehen halt mit, wenn genügend gesellschaftlicher Druck, genügend gesellschaftliche Nachfrage entsteht. Und die erzeugen wir halt auch wieder von unten. Wobei, mal gucken, wie es in 4-5 Jahren ist. Ich meine, die Großen pushen jetzt auch schon in die Richtung. Ob sie dann in unserem Sinne und im Sinne des Planeten und der Menschen pushen, das müssen wir mal gucken. Wir bleiben wachsam. Also die große Frage ist, wie können wir halt wirklich im Sinne der Erde und im Sinne des Menschen auch wirken? Dass es halt nicht mehr sich selbst, halt Unternehmen sich selbst verdienen und haben Selbstzweck nur das Geld verdienen sozusagen, sondern auch, wie können auch Unternehmen, auch der, sagen wir es doch, der Handel oder halt die Politik, jeder Einzelne, auch für die Erde, für den Menschen wirken. Ist das so die Grundsatzfrage, die du auch siehst? Oder was siehst du, wo jeder Mensch für sich selber auch mal hinschauen kann, egal wo er gerade tätig ist? Also wir können individuell natürlich schauen, wie können wir unser Leben, an welchen Stellen können wir unser Leben anders ausrichten, um den Planeten lebenswerter zu machen, um verantwortungsbewusst mit Ressourcen umzugehen und so weiter. Also ich kann jetzt sagen, naja, weil wir eh keine Chance haben, sonst wird es hier ziemlich ungemütlich. Ja, aber es ist auch, wenn wir verstehen, und das ist leider mittlerweile auch schon relativ platt, aber wenn wir verstehen, dass wir Teil des Ganzen sind, also dass wir in einem Ökosystem leben und dass dieses Ökosystem unser Überleben oder unser angenehmes Überleben, der Mensch ist wahrscheinlich findig genug, irgendwelche technischen Lösungen, also wenn wir auf dem Mond leben können, dann können wir auch auf einer kaputten Erde leben, aber es ist halt viel ungemütlicher, wenn wir verstehen, dass es notwendig ist, ein gesundes Ökosystem zu haben, dass es hier angenehm bleibt und dass da ganz viele andere Organismen dazugehören, dann werden wir hoffentlich andere Entscheidungen treffen oder mehr Entscheidungen treffen, die halt diese Ökosysteme unterstützen. Das ist auch jetzt in der ganzen Klimawandel und hier verändert sich Debatte, müssen wir meiner Meinung nach verstehen, dass wir Teil eines Organismus sind. Und ihr müsst jetzt nicht so weit gehen, die Gaia-Theorie anzunehmen, aber es ist einfach ein komplexes Zusammenspiel von Wechselwirkungen
von denen wir ein Teil sind. Und ich mag die Analogie des Körpers, also ein Organismus, wenn da einzelne Organe nicht mehr dementsprechend funktionieren, dann wird der gesamte Körper Einschränkungen haben, bis hin zu einem Totalausfall. Und das ist das, was wir halt gerade auf großem Stil jetzt nicht nur die letzten 100 Jahre machen, sondern wir haben das so manche Hochkultur hat es auch schon vor ein paar tausend Jahren gemacht. Damals war es aber regional sehr begrenzt. Also wir haben halt dann irgendwie Italien relativ unfruchtbar gemacht, die Römer oder irgendwelche anderen Hochkulturen, die ausgestorben sind, haben halt den fruchtbaren Halbmond zu einer Wüste verwandelt. Ja, da war das irgendwie so, okay, da ist halt dann ein Teil, was weiß ich, da haben wir dann halt ein Bein amputiert, ist nicht so wild, wir haben noch Krücken und wir haben ja noch ein anderes und wir können auf allen Vieren oder dann allen Dreien gehen. Aber mittlerweile haben wir halt einen technologischen Fortschritt erreicht und eine Menge an Menschen, dass wir das halt auf globaler Ebene tun und wirklich zentrale Organe, die fürs Gesamtfunktionieren dieses Planeten notwendig sind, massiv anfangen zu zerstören oder einfach nicht nur anfangen, sondern schon massiv gestört haben. Und wenn wir das so weitermachen, dann wird der Körper, dieser Organismus irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dann hilft es uns auch nicht, wenn wir eine CO2-Konzentration auf vorindustrielle Levels gebracht haben. So, weil wenn ich den Cholesterinspiegel im Körper dann mit irgendwelchen Pillen runterkrieg, aber was weiß ich, die Leber und die Niere vorher zerschossen habe oder die Lunge in den Arsch gemacht habe, dann ist das auch voll wurscht. So, und das müssen wir verstehen, dass wir Ökosysteme kaputt machen und dass die Ökosysteme eigentlich Organe dieses Planeten sind. Und wenn wir das, glaube ich, verstanden haben, haben wir einen ersten Schritt dazu getan, es zumindest mal intellektuell durchdrungen zu haben. Das heißt nur leider nichts, weil wir haben ganz viel verstanden. Wir haben schon lange kein Wissensproblem mehr. Dann ist es irgendwann müssen wir an der Bewusstseinsebene ansetzen, dass ich es wirklich fühle und dass es vielleicht auch auf eine Art jetzt nicht physisch wehtut, aber dass es, naja, wenn ich durch die Landschaft gehe und offenen Boden sehe, dann tut mir das auf eine Art weh. Weil ich verinnerlicht habe, okay, da hungern jetzt gerade Organismen. Das macht gerade diesen Boden, das tut dem weh. Und deshalb tut es mir weh. Und das ist der Punkt, glaube ich, an dem, wo es schön wäre, wenn wir da hinkommen, dass Menschen nicht nur Intellektuelles verstanden haben und dann natürlich Forderungen stellen, aber 10 Minuten später natürlich wieder anders handeln. Und an dem Punkt sind wir gerade. Wir haben viel intellektuell verstanden und trotzdem handeln wir anders. Und da würde ich mich persönlich gar nicht ausnehmen. Das ist gerade so. Und da geht es jetzt darum, den nächsten Entwicklungsschritt auf Bewusstseinsebene zu machen. Wir haben viele, viele coole Projekte. Und da würde ich gar nicht nur die Landwirtschaft mit einbeziehen, weil wir, ich sag mal, wenn wir es wirklich reißen wollen, dann brauchen wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen, brauchen wir auch im Wirtschaftssystem und im sozialen Miteinander ein Shift, weil wir kommen am Schluss schon auch meistens, wenn wir mal die Probleme weiterverfolgen, kommen wir natürlich beim Wirtschaftssystem an. Und wir haben viele coole Bauern und Bäuerinnen, Gärtner und Gärtnerinnen, die geilen Scheiß machen und zeigen, wie es anders gehen kann, auch ökonomisch tragbar anders gehen kann. Und so richtig, richtig wird es abgehen, wenn wir uns der anderen gesellschaftlichen Bereiche auch annehmen würden. Wenn man sich so manche Talks anhört, dann gibt es immer wieder dieses Zitat, the farmer between your ears. Das ist quasi der Farmer zwischen den Ohren, das eigentliche Entscheidende ist. Und das ist das, was ich auch in der regenerativen Landwirtschaft wahrnehme. Die Menschen, die kommen
die sich damit beschäftigen, kommen meistens an irgendeinen Punkt, wo sich das hier zwischendrin, und da sind wir wieder beim Klima, weil da geht es hier um das Klima hier drin und dann natürlich irgendwann auch das Klima um einen rum verändert. Und das ist der erste Schritt. Der Weg dann dahin, regenerative Landwirtschaft oder ein alternatives Wirtschaftssystem oder ein anderes soziales Miteinander, das ist viel, viel schwieriger und es dauert auch Zeit und da wird es auch viele Fehlschläge und Rückschläge geben. Aber wenn das hier angefangen hat, dann ist es, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten, weil dann werde ich so mit diesen Augen über mein Land gehen und alle Maßnahmen, alle Investitionsentscheidungen und so irgendwie immer vor diesem Hintergrund treffen. Und je nachdem, es kann sein, ich krempel dann alles radikal um oder ich mache kleine Schritte dahin, ist egal. Es hilft auch, kleine Schritte zu machen, weil ich dann eben anfange, hoffentlich auch kleine Erfolge zu sehen und dadurch immer weiter motiviert werde. Und so entsteht gesellschaftlicher Wandel. Vielleicht könnte er ein bisschen schneller passieren, wenn es mehr Leute machen, aber es gibt exponentielles Wachstum, nicht nur im Geldsystem, sondern vielleicht auch im Sozialen. Urs, was wolltest du schon immer der Welt sagen? Ah. Wollte ich schon das immer der Welt sagen? Oh, ich habe schon alles der Welt gesagt. Nein, Spaß. Wenn du wüsstest... Das ist immer diese Frage, ich stelle sie ja auch am Schluss von den Interviews. Immer. Ehrlich? Ja, natürlich, klar. So, okay, und was willst du der Welt noch mitteilen? Und alle sitzen dran, und saugen sich dann irgendwas aus den Fingern. Meine Bankverbindung. Ja, das hat's auch genau. Ja, okay. Ich schau die Videos, sowohl von euch, natürlich auch meine. Holt euch Inspiration. Unterstützt solche Projekte, fangt an, was selber anders zu machen. Und ich glaube, was die meisten sagen, und da kann ich mich anschließen, ist, fangt einfach an. Ihr und ihr und ihr und du. Das ist das Schlusswort. Ihr habt nichts mehr zu sagen. Genau. Einfach machen. Vielen herzlichen Dank, Urs, für deine Zeit und dass du so schöne Gedanken mit uns geteilt hast. Ja. Sehr gerne. Schön, dass ihr euch für die Sache engagiert. Sehr gerne. Danke dir. Ja. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.